willkommen zu einem neuen Beitrag und dem Teil 4 der geheimnisvollen Erde. Beim letzten Mal, da hatte ich mich etwas in der Nummerierung vertan, aber Teil 4, das ist jetzt wieder alles in der Reihe so, wie es sein soll. Es gibt Dinge in der Geschichte, die sind erstaunlich, aber leider wenig bekannt oder sogar völlig vergessen. Dabei sind sie höchst bemerkenswert. Wenn ich euch jetzt dieses Bild hier zeige, was fällt euch als erstes ein, was ihr da seht? Nun ja, ich hoffe, wir sind uns da einig, dass wir hier eine Rakete sehen, und zwar eine dreistufige. Und tatsächlich soll es das auch sein. Es gibt ja nur ein klitzekleines Problem. Diese Rakete, die entstammt einer Planzeichnung aus dem Jahre 1555 und wurde von Konrad Haas entwickelt. Und so wie es scheint, ist das Ding sogar gestartet und gen Himmel geflogen. Das hier ist Pierre Carnage und der ist Träger eines Professorentitels und hat Bücher veröffentlicht, aber unter einem anderen Namen. Als Autor, da nannte er sich nämlich Dimitri Doro Todericiu. Seinen Professorensitz, den hatte er an der Universität in Bukarest. Und 1961, da war der gute Mann in Sibiu, dem früheren Hermannstadt, und das liegt im heutigen Rumänien. Und diese Stadt, die verfügt über eine Bibliothek, und da hat er sich ein bisschen durch die Bücher gewühlt und dann ist er auf ein Buch gestoßen, das schon sehr Ungewöhnliches beschrieb. Das Buch, das stammte aus dem Jahre 1570 und darin hat Konrad Haas seine Erfahrungen mit dem Raketenbau beschrieben. Und unter anderem hat er die Entwicklung einer Zweistufenrakete beschrieben, die er im Jahre 1555 vor Tausenden von Menschen in den Himmel geschossen haben will. Und weil das so gut geklappt hatte, da bekam Haas den Auftrag, weiter an den Raketen zu arbeiten, und so entwickelte er die Dreistufenrakete. Und in diesem Manuskript, da beschreibt er sehr genau, dass diese Raketen auch einen festen Treibstoff besaßen. Er berichtete von Versuchen mit Ammoniak, Essigsäure oder Ethylacetat und noch vielen anderen Chemikalien. Diese Raketen, die starteten so erfolgreich, dass man tatsächlich damals darüber nachgedacht haben soll, ein Häuschen, so steht es da, auf diese Raketen zu bauen, um damit Menschen in den Himmel zu schicken. Dazu ist es dann aber nie gekommen. In seinem Werk, da beschreibt er sogar, wie er das Problem der Stabilisierung der Rakete gelöst hat. Demnach hat er dort etwas angebracht, das man heute als Deltaflügel bezeichnen würde. Und das alles im 16. Jahrhundert. Aber diese Erfindungen von Konrad Haas, die verloren sich im Laufe der Geschichte einfach so. Das hier ist übrigens ein zeitgenössisches Bild mit Konrad Haas und einer seiner Raketen. Und das stammt in etwa aus dem Jahr 1550. Es gibt da jetzt aber so eine ganze Kleinigkeit, die mir da aufgefallen ist. Also Konrad Haas, dessen Erfindungen, die verschwanden so im Nebel der Geschichte und irgendwie konnte sich bis zur der Wiederentdeckung seiner Werke keiner daran erinnern. Dieser Herr hier, das ist Hermann Oberth und der gilt so als der Pionier der Raketentechnik und Visionär und eigentlich die treibende Kraft an der Idee der Raumfahrt. Und dieser Hermann Oberth, der hatte einen, ja, wie soll man es nennen, Schüler kann man nicht sagen, aber jemanden, der mit ihm zusammenarbeitete, und das war Wernher von Braun. Und der hat ja im Zweiten Weltkrieg unter anderem für die Nationalsozialisten auch die V2 entwickelt. Da haben wir also jetzt diesen Herrn Oberth. Und der Herr Oberth, das ist der Pionier der Raketentechnik und der hat schon damals Ideen von mehrstufigen Raketen und so weiter. Und wir haben einen Konrad Haas. Und dieser Konrad Haas, der hat diese mehrstufigen Raketen, so wie er es beschreibt, schon entwickelt und auch schon gestartet. Und dann verliert sich seine Spur und seine Erfindungen in der Geschichte. Und irgendwann taucht dann der gute Herr Oberth auf. Und vielleicht ist das alles auch nur ein Riesenzufall, aber der Herr Oberth, der stammt ebenfalls aus Hermannstadt. Das heißt, der hat da gewohnt und gearbeitet, wo es auch Konrad Haas tat. Und zufällig an der gleichen Technik, mit der gleichen Idee, wie sie denn später auch umgesetzt wurde in mehrstufigen Raketen. Ob es so viel Zufall gibt, das weiß ich nicht. Vielleicht ist es ja möglich, aber vielleicht ist dem Herrn Oberth ja auch einmal eines der verschollenen und vergessenen Werke eines gewissen Konrad Haas in die Finger gekommen. Technisch basieren diese heutigen Raketen aber eindeutig auf der Idee von Konrad Haas. Die identische Technik also, die später dann auch der Herr Oberth veröffentlicht hat.
Wie dem auch sei, es existiert ein Buch aus dem 16. Jahrhundert, in dem eine Technik erfunden wurde, die heute nach sozusagen einer Wiederentdeckung Grundlage für moderne Raketen ist. Und wenn es stimmt, was in diesem Buch steht und diese Raketen früher wirklich abgehoben haben, dann ist das ein weiterer Anhaltspunkt dafür, dass die Technik teilweise wohl doch schon weiterentwickelt war, als man es heute in den Lehrbüchern vermittelt. Das Amazonasgebiet, das ist nicht nur ein grüner Fleck auf der Weltkarte, sondern auch im übertragenen Sinn ein weißer Fleck, denn man weiß noch gar nicht so viel über dieses Amazonasgebiet. Was man aber weiß, ist, dass dort Tierarten durch die Abholzung des Regenwaldes tagtäglich verschwinden, von denen wir wahrscheinlich noch nie etwas gehört oder gesehen haben. Hin und wieder findet man da mal ein totes Exemplar einer Gattung, die völlig unbekannt ist, und da kann man sich fast sicher sein, dass man die nie wiedersehen wird. Aber nicht nur das, im Amazonas werden auch immer wieder noch völlig unbekannte Stämme von Eingeborenen entdeckt. Gerade erst vor kurzem ist das Ganze ja wieder passiert, da hat man einen Stamm gefunden, der noch nie Kontakt zur Außenwelt hatte. Und da kann man nur hoffen, dass man diese Menschen dann auch in Ruhe lässt, aber wahrscheinlich wird es so laufen, wie man es kennt. Zuerst kommen die Wissenschaftler und dann die Touristen. Und der Besuch von vermeintlich mit der Natur im Einklang lebenden Indianerstämmen im Amazonasgebiet, der ist ja fast schon Pflichtprogramm, wenn man sich dort aufhält. Dass diese Indianer dann aber mittlerweile T-Shirts und Jeans tragen, das fällt dann irgendwie den wenigsten auf. Im Jahre 2011, da war wieder einmal so eine Touristengruppe im Amazonasgebiet unterwegs und da haben sie dieses Foto von den kleinen Indianerkindern mit T-Shirt und Jeans geschossen. Soweit ist das Ganze ja erst einmal dann nichts Besonderes, aber dann zu Hause hat man die Fotos auf dem PC geladen und dann wohl etwas entdeckt, was dann schon etwas merkwürdiger war. Beachtet einmal die beiden roten Kreise und was sich darin befindet. Wenn ihr darin rechts ein Licht und links ein Alien erkennt, so wie man sie sich vorstellt, dann habt ihr es richtig erkannt. Dieses Foto, das wurde tatsächlich eingehend geprüft und was sicher ist, ist folgendes. Dieses Bild ist keine Fotomontage, das heißt, es wurde an dem Bild nichts verändert, das ist eine Originalfotografie. Ob das, was wir da hinten sehen, echt ist, das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Interessant ist auf jeden Fall der Junge hier ganz links im Bild mit dem gelben T-Shirt, der anscheinend genau dorthin schaut, weil er dort etwas sieht. Schon seltsam denkt man aber bei näherer Betrachtung, dass sieht das Ganze dann schon irgendwie anders aus. Das Foto wurde so interpretiert, dass rechts ein metallischer Gegenstand zu sehen ist, vielleicht so eine Art kleines Raumschiff, und dass links das Alien spazieren geht. Ob es nun so auch ist, wer weiß es schon. Ich denke, das bleibt der Fantasie des Betrachters überlassen. Vor Ort, als das Foto aufgenommen wurde, da sagte der Fotograf, da wäre keinem irgendetwas in dieser Richtung aufgefallen. Warum ich das jetzt hier in der geheimnisvollen Erde-Reihe und nicht in der rätselhafte Weltreihe zeige, das ist ganz einfach, denn dieses Alien ist nicht das einzige Alien, also der einzige Fremde, der sich dort im Amazonas herumgetrieben haben soll. Denn im vergangenen Jahr, da haben Forscher im Amazonasgebiet mittendrin, weit ab von jeder Zivilisation, drei Häuser entdeckt. Diese Häuser, die stellen sich heute mehr oder minder nur noch als Ruinen dar, aber es waren mal drei bewohnbare Häuser, mitten im Nirgendwo im Amazonasgebiet. Das war aber nicht das einzige Rätselhafte, denn diese Häuser, die haben anscheinend deutschen Soldaten gehört. Ja, wie kamen die Wissenschaftler jetzt darauf, dass diese Häuser einmal von deutschen Soldaten bewohnt waren? Das hat damit zu tun, was man in den Häusern gefunden hat. Das waren zum einen Münzen, die aus den Jahren 1939 bis 1945 stammten. Und ebenso waren dort Porzellanstücke zu finden, die von Tellern stammten, mit der Aufschrift Made in Germany. Und letztendlich hat man dann noch eine Feldflasche, eine militärische Feldflasche dort gefunden. Und diese Häuser, die scheinen für einen längeren Aufenthalt gebaut worden zu sein. Erstens sind sie komplett aus Stein gebaut und dann hat man zwei Gruben gefunden, von denen Leitungen in die Häuser hineinführten. Das waren offensichtlich dann Gruben für Transformatoren. Und diese Häuser hatten sogar eine Wasserversorgung von einem in der Nähe fließenden Bach.
Nun haben die Wissenschaftler bei der Bekanntgabe ihrer Entdeckung aber offensichtlich einen großen Fehler begangen, denn sie haben gesagt, sie sind davon überzeugt, dass sie das Versteck irgendeiner Größe der Nationalsozialisten gefunden hätten. Was mit den wirklichen Größen passiert ist, das weiß man ja mittlerweile. Und dieses Versteck, das erinnert auch nicht an ein Versteck, das fluchtartig angelegt worden ist, sondern hier wurde etwas lange vorbereitet. Historiker sagen, die wirklichen Größen des Nationalsozialismus, die haben ihre Flucht überhaupt nicht lange vorgeplant. Das hat gar nicht zu ihrer Überzeugung und Denkweise gepasst. Erst im Jahr 1945, als so langsam abzusehen war, was passieren würde, da hätten sich dann einige eben abgesetzt. Und das Gleiche würde auch für diejenigen gelten, die sich so auf der mittleren Ebene der Hierarchie befunden hätten. Und letztendlich wisse man nun heute, was aus all denen geworden sei. Ja, und so mussten sich die Entdecker dieser Häuser dann, wie das in der Wissenschaft üblich ist, um neue Denkansätze zu verhindern, einiges an Spott anhören. Das führt natürlich dazu, dass jetzt einiges nicht mehr getan wird, nämlich zum Beispiel sich damit zu befassen, wer diese Häuser denn nun letztendlich zu welchem Zweck gebaut hat und waren dort wirklich Soldaten und wenn ja, warum? All das wird jetzt wieder einmal nicht weiter erforscht werden, weil es möchte sich ja keiner blamieren. Es gibt so Beiträge, da weiß ich echt nicht, wie ich anfangen sollte. Das macht mir so ein bisschen Schwierigkeiten und ich denke, für den nächsten Beitrag ist der beste Einstieg, indem ich euch sage, ihr seid Arschgesichter und zwar jeder einzelne von euch. Halt, nicht abschalten, das war nicht böse gemeint, wirklich nicht und das sag ja eigentlich auch gar nicht ich, ja, sondern das sagt eine Forschergruppe, die jetzt Interessantes herausgefunden hat. Die sagen nämlich, dass unser Gesicht und der Schimpansenarsch eine Gemeinsamkeit haben. Und zwar dienen beide zur Erkennung des Gegenübers. Und der Schimpansenarsch macht im Verlaufe des Lebens eine ähnliche Entwicklung wie das menschliche Gesicht. Und man sieht dort einen evolutionären Zusammenhang. Also mit anderen Worten, sind wir von der Evolution so geschaffen, dass wir nicht nur Arschgesichter sind, sondern Schimpansenarschgesichter. Das ist eine völlig neue Erkenntnis und die erklärt so manches, was mir in meinem Leben schon so begegnet ist. Zum Beispiel die Mutter meiner letzten Freundin. Ist kein Spaß, Leute. Ganz im Ernst, die haben da irgendwelche Gemeinsamkeiten herausgefunden, die sie sich evolutionär erklären. Es gibt da so, ich sag mal, eine Art Zeichnung, die könnt ihr hier mal sehen. Und da bei dem Menschen das Gesicht und bei dem Schimpansen der Hintern als Erkennungsmerkmal dient, sehen die da irgendwelche Parallelen halt, ja? Und da gibt's eine Riesenstudie drüber. Ja, wer bezahlt hier eigentlich? Für sowas ist anscheinend Geld übrig. Aber wisst ihr, ich habe mir überlegt, ich möchte denen spenden. Und zwar möchte ich, dass die weiterforschen. Ja, und ich werde da so eine Spendenaktion starten, denn mich würde interessieren, ob das, was aus dem Schimpansenarsch so rauskommt, vielleicht auch evolutionär mit dem zusammenhängt, was manche so im Hirn haben. Wäre ja durchaus möglich, aber das muss natürlich erst erforscht werden, ja? Ja, meine Lieben, das war's wieder für heute. Und wenn euch der Film als Information gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da, dann freue ich mich. Und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.